Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt. Ja, herzlich willkommen heute zu unserem Harmony Call wieder mit Jeanette. Und heute habe ich auch den Newsletter rausgeschickt. Und es ist ja so richtig gut angekommen bei uns in der Community schon der letzte Call, wo es um die Fremdenergien ging und um Besetzung. Und heute haben wir das Thema Bewertung, ja, Abwertung, was das mit uns macht. Weil wir haben einfach in unseren Telefonaten sind wir immer wieder auf dieses Thema gekommen, ja, dass das so einen krassen Einfluss hat auf unsere Energien, ja, und uns im Prinzip die Energien drückt, also Energie nimmt. Und ich habe heute wieder ein schönes Beispiel, ja, also ich bin gerade ziemlich kaputt, weil ich heute eine große Abwertung irgendwie erlebt habe, gar nicht von mir, sondern von meiner Tochter. Und zwar hatte die Fahrschule und der Fahrschulprüfer hat im Prinzip gesagt, nein, sie ist nicht gut, ja, sie kann nicht am Fahrverkehr teilnehmen, sie hat die Prüfung nicht bestanden, ja. Und ja, genau. Also das hat, und komischerweise habe ich jetzt gemerkt, wie das mich auch energetisch runtergezogen hat. Also das zieht wirklich, das hat einen Rattenschwanz quasi. Und da ist jetzt wirklich so meine Frage, was haben wir denn dann gemacht? Ich habe zu ihr gesagt, ach, die lassen alle durchfallen, ja, das sind die Prüfer und die, also ich habe ihn wieder abgewertet, ja. Und danach ging es uns augenscheinlich besser, also jedenfalls meiner Tochter. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass mein Energielevel immer mehr abgenommen hat. Und dann dachte ich, Mensch, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema für heute Abend, um einfach mal zu gucken, was macht das eigentlich mit uns, diese Bewertung, einmal in der Fahrschule, auch in der Schule oder überall im Leben. Und was hat das, ja, und wie sollten wir da am besten mit umgehen oder wie können wir da bewusst damit umgehen? Und dazu begrüße ich heute wieder Jeanette. Ich will nochmal so, also viele kennen dich ja schon vom letzten Call. Jeanette ist Coach, Mentorin, Yoga-Lehrerin und spirituelle Heilerin. Und was mich so an Jeanette fasziniert, ist, dass sie so viel Lebenserfahrung hat, wirklich in allen Bereichen und vor allen Dingen in energetischer Heilung und in energetischen Themenstellung. Und deshalb freue ich mich heute, dass du wieder hier bist. Und ich weiß, du bist heute auch ein bisschen kaputt. Du kommst gerade vom Fotoshooting. Und schön, dass du dir die Zeit nimmst und wir einfach ein bisschen plaudern können. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung, liebe Kathleen, und schönen Dank und viel Freude an alle, die heute oder später das Video dann sich angucken. Und ja, ich bin auch gespannt, was jetzt hier wieder für uns vom Himmel fällt sozusagen. Wir müssen ja sagen, wir bereiten uns gar nicht so richtig vor. Ne? Das ist wirklich so, das ist ja so historisch gewachsen, dass wir gesagt haben, wenn wir telefonieren, haben wir immer so eine coolen Ideen und Themen und so inspirierend und energiebereichernd, dass wir das unbedingt der Community weitergeben wollen. Diese besonderen Themen, die uns ja wie ein Channeling inspirieren irgendwie. Ne? Und und ich würde gerne mal so wissen, was ist denn da passiert? Ich meine, Fahrschule, dann kommt schon wieder diese Schule. Sie hat auch zwei Klausuren heute geschrieben. Dann wurde sie wieder, wurde ihr Punkte in die Bewertung gegeben. Sie wurde auch abgewertet. Ja, also was passiert hier gerade mit uns? Was passiert mit unseren Kindern oder mit uns, wenn wir sozusagen ständig bewertet werden und nicht wertschätzen, sondern so taxierend bewerten, sogar abwertend? Wie würdest du das energetisch beurteilen? Sage ich jetzt mal bewusst. Ein Urteil ist ja, liegt ja auch schon wieder so ein Abwertungsbegriff. Ja, das ist immer eine Gratwanderung. Der Grat ist schmal. Und letztendlich ist ja auch, wenn man sagt, etwas ist schön, ist es ja auch eine Bewertung genau genommen. Nur die machen uns keinen Stress. Jedenfalls nicht den, die sie bekommen. Und es geht ja eher um diese negativen Bewertungen und diese Verurteilungen oder dieses Aburteilen. Und
Ja, diese Situation mit der Fahrschule. Guck mal da. Will irgendwas nichts dazu sagen gerne. Kennst du wahrscheinlich die Beurteilung in der Schule? Ich kenne Beurteilungen in der Schule total und ich war keine besonders gute Schülerin und hatte das oft ganz schön schwer in der Schule und ich bin auch in der Fahrschule tatsächlich einmal durchgefallen und kenne auch dieses Gefühl, wenn dann der Prüfer da hinten sitzt und irgendwelche Sprüche klopft und so komisch irgendwie ist. Und ich kann mich erinnern, das war so, ich hatte so das Gefühl, der erhebt sich so über mich und ich bin irgendwie so ein kleiner Wicht mit Hut und bin total, Machtmissbrauch, ne? Ist genau, total abhängig, war ich ja auch. Und das ist jetzt das Erste, was mir auch, was bei mir zu angekommen ist, bei dem, was du erzählt hast, so diese Machtverschiebung, die da passiert, immer bei einer Bewertung. Und da entsteht eigentlich immer mal in die und mal in die Richtung so eine Täter-Opfer-Situation. Und das kann man aber drehen. Also das wäre dann der nächste Schritt. Aber erstmal ist es ja so, dass wenn der Fahrlehrer oder der Fahrprüfer, ich weiß nicht, was er jetzt zu ihr gesagt hat, sie ist nicht gut genug oder sie soll, also meiner, der bei mir damals geprüft hat, der hat immer zu mir gesagt, gehen Sie mal nicht so auf Tuchfühlung, das können Sie beim Tanzen machen, wenn ich seiner Meinung nach dem Vordermann zu dicht aufgefahren bin. Diese Sprüche haben mich total gestresst. Ich war irgendwie 18 gerade und naja, also. Und wenn sie dann so eine Bewertung bekommt, dann ist es ja, wie gesagt, erstmal so, dass sie sich ganz klein fühlt und er fühlt sich groß oder sie hat den Eindruck, dass er sich groß fühlt und dann hat er die Macht und sie hat sie abgegeben. Und das ist meistens das erste Problem dann in der Situation. Und er hat sie sich ja auch genommen und hat sich groß und sie klein gemacht. Und dann ist halt die Frage, wie kann man das für sich, also beide eigentlich, aber jeder hat ja die Entscheidung, da was zu drehen und beide können es aber für sich drehen. Ich habe so gelernt in diesen Situationen, dass es mega wichtig ist, nicht ins Opfer zu fallen, sondern, also wenn es mal passiert, dann möglichst schnell wieder rauszugehen und wieder in die Selbstermächtigung zu kommen, indem man sich die Macht wieder zurückholt. Es ist so die Frage, wie kommt man in die Selbstermächtigung? Denn oft ist es so, dass man sich die Macht versucht wieder zurückzuholen, indem man sich selbst erhöht und den anderen erniedrigt und schlecht macht und abwertet. Ich habe aber gespürt, dass das auch nur kurzzeitig ein Energiegewinn ist, aber langfristig schwächt es auch. Wie siehst du das? Also den anderen abzuwerten? Man fühlt sich, also ich fühle mich dann erstmal besser. Was geht da energetisch vor? Und wahrscheinlich ist das für dich nicht in die Selbstermächtigung kommen. Nee. Wenn du dich selbst erhöhst, dann, also du drehst sozusagen den Spieß um und erhöhst dich selber und dann bist du in der gleichen Energie, wie der andere vorher war. Also du hast es so gedreht, dass du jetzt da oben sitzt und von oben runter guckst und sagst, ha, du Wicht da unten, du hast ja eh keine Ahnung oder du bist der böse, böse, böse oder so. Du machst ja nur Machtmissbrauch. Ja, genau. Also du bewertest dann auch. Du machst genau das Gleiche wie derjenige, von dem du halt meinst, er hat sich falsch verhalten. Und da drin liegt eigentlich auch schon die Antwort, wenn wir. Also erstmal ist es ja nur, sie hat die Fahrprüfung nicht bestanden und der hat irgendwas zu ihr gesagt. So. Mehr ist es ja nicht. Dann hat sie einen Trigger gehabt. Sie hatte sich geärgert oder war traurig oder alles zusammen. Selbstzweifel, ne? Der Selbstwert, ne? Das wurde bei ihr getan. Genau, das ist auch in Ordnung. Das darf sie ja auch haben und es ist ja auch total kacke, durch die Fahrschulprüfung durchzufallen. Das ist total bescheuert und dann muss sie alles nochmal machen und so. Naja, und der Punkt, der liegt darin, dass in dem Moment, wenn sie den Trigger gekriegt hat, dass sie dann nicht
für sich klar macht, okay, ich bin jetzt traurig, ich bin wütend, ich bin, weiß ich nicht was, verzweifelt oder so. Das kann sie sein und dann kann sie das einmal durch sich durchfließen lassen und kann das einmal ausleben sozusagen und dann ist es gut. Wenn sie aber anfängt zu sagen, es hätte auch anders sein können oder ich hätte an der Kurve hätte ich besser aufpassen können oder der hätte nicht so blöd zu mir solche Sachen sagen können. Also sich sozusagen zu wünschen, es hätte anders sein können. Und in dem Moment sitzt du in der Falle, weil dann bist du in der Bewertung und damit kannst du dich bewerten. Also ich hätte anders mich verhalten können und du kannst auch den Fall eben den Fahrlehrer bewerten. Und das ist immer so der Punkt, dass wir halt den Trigger zwar auch noch nehmen, wenn er da ist, aber dann eben nicht in diese, also in die, es hätte anders sein können, in diesen Vergleich sozusagen einsteigen. Und dadurch bekommt man wieder Macht über sich selbst, also Selbstermächtigung, dass wir im Prinzip diese Gefühle und Emotionen fühlen und nicht diese Blockaden bedienen oder diese Muster, ne, die dann wieder in dieses Ping-Pong-Spiel kommen oder in diese Konditionierung, sondern einfach anfangen, das zu fühlen, was oder zu schauen, was da gerade mir vorgeht. Vielleicht nicht bei der Prüfung, ja, sondern Ja. oder danach, ne, schon, eigentlich davor schon gucken, was die Ängste hat sie ja auch schon davor gehabt, deshalb war sie ja so nervös, ne? Ja, ist ja auch klar. Ist ja auch eine total besondere Situation. Mhm. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Moment, ist es gleich wieder da. Also das, ich wollte jetzt zwei Sachen sagen. Eine fällt mir jetzt gerade wieder ein. Das, was getriggert wird, das ist immer was Altes. Also dieses Selbstwertgefühl, was sie in dem Moment halt in Zweifel gestellt hat oder in Frage gestellt hat, das liegt daran, dass irgendwas Altes damit getriggert worden ist. Und man kann dann auch solche Situationen eben als Lernaufgabe sehen und sagen, danke, danke, danke. Und ich kann jetzt gucken, was da dahinter steckt und wo der Trigger ursprünglich gesetzt wurde. Meistens ist das in der Kindheit. Manchmal bringt man ja auch schon was mit von den Ahnen oder aus anderen Inkarnationen auch. Aber meistens, also gerade bei solchen Sachen ist das meistens aus der Kindheit. Dieses, gerade dieses, ich bin nicht gut genug, das kennen wir ja wahrscheinlich alle. Und wenn die Eltern halt, die ja immer das Beste für uns wollten und das Beste getan haben, auch was ihnen eben selber möglich war, dann eben ja trotzdem dem Kind eben nicht den Raum gegeben haben, ne, um sich zu entfalten und um sich auszuleben und richtig zu fühlen. Ja, und dann kommen eben gerne diese Reaktionen auch zum Beispiel nicht nur eine Bewertung zu anderen, sondern auch so eine abwertende Beurteilung zu sich selbst. Ja, ja. Ja, also eigentlich ist es ja nur der Spiegel der Fahrlehrer. Ne? Eigentlich Genau. kann ja das auch immer sagen, also der Fahrlehrer wertet mich ab, ich, also nach Byron Katie, ne? Die sagt ja, dreh es doch Genau. einfach um. Ja? Und dann ist es oft so, dass wir uns eigentlich abwerten, wir Selbstzweifel haben und sagen, ich schaffe das nicht, ich schaffe das sowieso nicht, mal schauen. Ne? Und dann geht man schon mit so einer Schwächung in die Situation rein. Ja? Und auch andersrum, wenn man was besonders gut macht, dann gibt man dem ja auch nicht den Raum und versucht es klein zu reden und es ist nicht so stolz drauf. Also das ist ja auch eine Konditionierung, die wir haben. Und jeder kennt bestimmt die Sätze, Hochmut kommt vor dem Fall und Ja. ich bloß nicht zu früh. Und das steckt ja noch zu Kopf. Ne? Und das ist ja immer so, dass gar nicht diese Freude so hochkommen kann, dass das immer alles so ein bisschen gedämpft ist und dass wir uns, also ich sage sogar, so wie so eine Trennung in uns sind. Also wir spalten uns sozusagen von unserer Essenz ab, weil die freut sich natürlich, ne? Wenn irgendwas gut gelungen ist, wenn irgendwas in der Fülle fließt, ne? Da freuen wir uns und wir spalten uns und so sehe ich das nicht nur bei uns selber, sondern wenn ich andere auch abwerte, dann sage ich
Es ist ja auch eine Spaltung, nicht? Ich trenne mich von dem. Und so führen wir, wo ich immer so sage, die Trennung in unser Leben durch diese Abwertung. Um jetzt nochmal so diesen, diese Idee zu haben, wie bekomme ich Verbundenheit rein, damit ich nicht gar, also ich finde, es ist mega schwer zu, also nicht zu bewerten und nicht abzuwerten und nicht zu beurteilen. Also es fällt mir wirklich, wirklich sehr schwer. Und das ist mir nochmal so, dass ich mir dann wirklich bewusst wird, dass ich immer, wenn ich jemand anders abwerte, dass ich dann in die Trennung falle, in die Trennung in mir und zu dem anderen. Und dass deshalb, um es auch nochmal so, wie ich mir das immer so überlege, wenn ich so nachdenke darüber, dass wir, wenn wir in der Trennung sind, nicht die Verbindung zu dem anderen spüren und dadurch diesen Energiefluss nicht da ist. Der Energiefluss nicht in uns, aber auch nicht mit dem anderen, weil so ein richtiger Flow, wenn ich so überlege, passiert ja dann, wenn ich mich mit dem anderen verbunden fühle. Und deshalb wollte ich einfach auch nochmal so diese Bedeutung dieses Themas, ja, dass einem das wirklich nochmal bewusst wird, wann fängt eine Abwertung an, wann fängt die Trennung zu mir selbst und zu dem anderen an. Ja, wie siehst du das? Siehst du das ähnlich? Also diese Trennung, die du da jetzt beschrieben hast, die würde ich, also ich würde das so beschreiben als, dass, also die Trennung von der Liebe und von der Selbstliebe. Das ist es im Grunde eigentlich immer, weil wenn du jemanden oder etwas bewertest, auch eine Situation, dann machst du das nicht aus dem Herzen, also das kann man sich ja auch einfach mal selber mal testen, wenn man in so einer Situation ist, sondern du machst es aus dem Kopf. Und das, was bewertet, ist eigentlich immer das Ego. Und ich will mal ein Beispiel sagen. Ich habe selber vor kurzem so eine Situation gehabt, wo mir jemand, eine Freundin, eine Nachricht geschrieben hat und hat mir geschrieben: Ich habe gesehen, dass du mich gestern angerufen hast. Ich war aber nicht da und ich will nicht mehr mit dir sprechen, weil du mich zu dem und dem, ich fühle mich sehr verletzt von dir, weil du mich letzte Woche zu dem und dem Thema nicht angerufen hast. So, dann habe ich erstmal, war ich erstmal ziemlich perplex und dann war ich total sauer. Und habe so gedacht, was will die denn überhaupt? Wenn ich sie mit mir telefonieren will, soll sie mich gefälligst anrufen. So, und dann habe ich aber gesehen, ich habe es dann liegen lassen und habe dann aber gemerkt, so, wenn man sowas, so eine Nachricht bekommt oder auch sowas wie der Fahrlehrer jetzt, so jemand, der teilt ja ganz viel über sich selber auch mit. Und das kann man jetzt so mit dem Kopf aufnehmen. Und eben mein Ego hat sofort gesagt, ja, hier blöde Kuh und so, ne? Und mein Herz hat aber was anderes gesagt. Mein Herz hatte ihre Not und ihre Traurigkeit und ihre Not und ihr Bedürfnis, mit mir ins Gespräch zu kommen, gesehen. Und die Kunst, glaube ich, ist, sich dann zu entscheiden. Und das darf ja jeder tun. Und ich habe mich dann dafür entschieden, in meinem Herzen zu bleiben und eben nicht wütend zu sein oder sie irgendwie anzurufen. Pumpen oder so, sondern eben zu sagen, okay, ich habe das für mich erkannt und dadurch bin ich, glaube ich, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also in dieser Situation aus der Trennung raus und bin wieder in die Verbindung gegangen. Also zumindest war ich in der Verbindung mit mir in dem Moment, ja, genau das meine ich, genau das mit meine ich. Meinem Herzen. Und ich war auch in der Verbindung mit ihr und auf der Herzebene. Und ich konnte das dann nehmen. Ich war auch überhaupt nicht genervt oder wütend oder irgendwas. Ich konnte das total gut nehmen und konnte es auch so stehen lassen. Ich musste darüber nicht diskutieren. Ich musste gar nichts machen. Ich habe es einfach so stehen lassen. Und was dann noch wichtig ist, zu verstehen. Also es ist ja immer so, okay, das ist ja schon ein Schritt, das nicht zu bewerten. Ne? Und nicht das Ego so sprechen zu lassen. Wahrscheinlich ist sogar das Ego das, was bewertet. Ne? Ja, ja.
Jetzt brauche ich aber doch noch eine Erklärung. Ich möchte es verstehen. Ich möchte den Menschen verstehen, weil du sagst, das ist ja eher eine Aussage, also über den Menschen, ne? Also man sagt ja irgendwie, wenn was Paul über Anton sagt, sagt mehr über Paul aus als über Anton, ne? Das ist ja so ein bisschen das, die Message dahinter, die du gerade erwähnst. Und jetzt sehe ich das Gegenüber und macht es dann noch Sinn, weil du sagst, du brauchtest keine Erklärung. Macht es Sinn, dann nochmal nachzufragen, um ihn einfach verstehen, warum er so verletzt war? Also für mich hört sich da eine Verletzung raus, ne? Also, oder sollte man es dann so beruhen lassen? Aber das Ego braucht ja auch so ein bisschen Futter, also mein Ego jetzt oder dein, das kann ja. Also ich glaube, dass das intuitiv ist. Da gibt es mit Sicherheit kein Rezept, dass man sagt, das soll man jetzt immer so oder immer so machen. Und das ist auch eine Typsache, glaube ich, wie jemand, wie analytisch jemand ist. Oder es gibt ja Menschen, die sind extrem gefühlsbetont und andere brauchen hier irgendwie ganz viel Futter für ihren Kopf. Also ich bin ja auch so ein analytischer Mensch, deshalb kann ich da gut mitgehen. Und trotzdem gibt es, glaube ich, Situationen oder ja, Begebenheiten, die man einfach so stehen lassen kann. Und manchmal, es gibt auch so, fällt mir jetzt gerade ein, so ein Satz, der heißt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und ich glaube, es gibt manchmal wirklich Dinge, die einem so begegnen, wo es gut ist, einfach mal nichts zu sagen. Wo man einfach sagt, okay, Schwamm drüber war so. Und das dann fließen lässt. Und man weiß ja auch nicht, was mit dem anderen gerade ist. Also ich habe keine Ahnung, was in dem Moment mit der anderen Person los war. Ob die in der Depression war oder schlecht geschlafen hat oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Man sind es ja auch manchmal solche Sachen, ne, dass man da dann sowas raushaut. Und die Frage ist ja immer, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt in der Situation wäre? Also ich habe auch schon was rausgehauen, wo ich hinterher gedacht habe, oh mein Gott, das war jetzt aber nicht nötig. Bei Und WhatsApp kann man sie mal löschen, ne? ja, genau, habe ich auch schon gemacht und geguckt, oh, hat sie es schon gesehen, dann schnell gelöscht noch. Habe ich auch schon gemacht. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ansonsten habe ich gleich. Ja, ich wollte noch was Bestimmtes dazu sagen. Es ging ja um dieses Analytische, ne? Und um das Futter für den. Ach so, ja, genau. Und wenn das so aufkeimt, dann ist es, finde ich, total wichtig, wirklich, wirklich genau zu überprüfen, ob es jetzt wieder das Ego ist, das jetzt nochmal nachtritt und sagt, ja, da musst du jetzt aber nochmal so. Oder ob es wirklich aus dem Herzen ein Bedürfnis ist, nachzufragen. Und dann kommt es, glaube ich, auch darauf an, was man wissen will. Ob man wirklich auch auf der Herzensebene so, ne, auf der Beziehungsebene nachfragt oder ob man irgendwelche Details abfragt, die dann ja vielleicht wieder dazu führen, dass man sich überlegt, ja, und da war das und da war das und so. Also es ist schwierig und ich finde, je öfter man es schafft, aus der Bewertung auszusteigen oder gar nicht erst reinzugehen, umso friedvoller entwickelt sich wirklich das eigene Innenleben, weil Bewertung aus meiner Erfahrung immer Unfrieden schafft und Stress und Leid. Leid ist das richtige Wort, genau. Ja. Und vielleicht hilft es ja auch dabei, wie du so schön gesagt hast, dass die Menschen das erstmal denkt, es hat eigentlich dieser Angriff erstmal gar nichts mit mir zu tun, wenn es ein Angriff ist, sondern dass oft das Gegenüber sein eigenes Drama hat. Ja. Und wenn du das weißt, dann springt ja schon mal nicht das Ego so an. Und dann kannst du Genau. gelassener sein. Und dann kannst du bei dir bleiben. Und das sagt ja auch so ein Sprichwort,
Bewertest du noch oder wertest du noch ab oder bist du schon bei dir? Ja, es ist ja immer so, wenn man außer sich ist, dann bewertet man. Ja, das kann ich für mich sagen. Ich sage das jetzt einfach für mich. Wenn ich außer mir bin, wenn ich zornig bin, wenn ich wütend bin, wenn ich wirklich richtig Aggression habe, dann werte ich auch gerne andere ab und schimpfe. Und dann bereue ich auch oft das, was ich sage. Wenn ich aber bei mir bleibe, in meiner Liebe, in meiner eigenen Fokussierung, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, die Kompetenz überhaupt in der Metaebene zu gucken, was ist denn da eigentlich jetzt passiert gerade? Hat das wirklich mit mir zu tun? Oder ist das Drama, das Spiel des anderen? Ne? Und da sagst du ja immer so schön, gucke, sagst du selber nochmal, geh da nicht rein, ist es deins oder ist es das Spiel des anderen? Ne? Nicht in die Geschichten der In die anderen Geschichten der einsteigen. anderen einsteigen, genau. Und ja, ich finde das ganz spannend, was du jetzt gesagt hast. Und vielleicht ist es dir gar nicht aufgefallen, dass du jetzt die perfekte Antwort eigentlich gegeben hast. Denn du hast gesagt, wenn du wütend bist, dann kannst du nicht so in der Liebe bleiben und dann, ne, bewertest du und so. Und wenn du ganz in deiner Mitte bist, dann kannst du es von oben angucken und mit Abstand. Und das ist ja genau das. Also du. Die Emotion oder die Situation, in der du gerade bist, die gibst du nach außen ab. Und das hat der Fahrlehrer gemacht, das hat deine Tochter in dem Moment gemacht und das hat auch meine Freundin da gemacht, als sie mir diese Nachricht geschickt hat. Und das ist ja das, was wir meistens machen, dass wir das, was wir gerade haben, nach außen abgeben. Und ist ja auch normal. Und die Kunst ist wirklich, in diese höhere Schwingung, nenne ich das jetzt mal, zu kommen, immer höher und eben wirklich in immer mehr inneren Frieden und in dieser Selbstliebe, in dieser Gelassenheit, in der Dankbarkeit, in der Liebe eben zu bleiben und dann eben immer öfter nur noch das abzugeben. Das ist eigentlich so das, wo wir ja auch alle hinwollen. Und es ist eine Übungssache letztendlich. Ja. Ja, es soll ja auch gar nicht so ein Frage-Antwort-Spiel sein. Also ich denke, jeder Mensch, ob wir das oder die Community draußen, hat ja seine eigenen Kompetenzen und seine Lebenserfahrung und ist sich ja schon dessen bewusst, was wir, dass das Miteinander und die Verbundenheit eine ganz große Bedeutung hat, wenn wir in die neue Welt gehen wollen, in eine andere Zukunft als das, was wir jetzt haben. Das ist ja immer das, wie wir uns verhalten, wie wir denken, wie wir fühlen. Das ist ja das, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist jetzt die Realität. Und wenn wir eine andere Realität haben wollen, ist es wichtig, dass wir anders miteinander umgehen, ja, und andere, ja, eine andere Welt kreieren mit unseren Gedanken und Gefühlen. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir uns jetzt hier austauschen und dass wir uns damit beschäftigen, was bringt uns in Verbundenheit und was bringt uns in die Spaltung, in die Trennung. Und dass im Moment sehr viel Spaltung und Trennung ist, das kann ja keiner gerade abstreiten. Also jedenfalls versucht wird, die zu kreieren, ja. Ja. Und deshalb ist eben gerade dieser bewusste Umgang mit dieser Bewertung, mit der Abwertung, die wirklich, wirklich ganz früh installiert wird ins System von Kindern. Ja. Ja, und dass einem das bewusst ist, dass das nicht in die Verbundenheit führt. Ja, und dass das sozusagen wirklich immer wieder eine Spirale hat, sich so, ja, Hierarchien aufzubauen, Abwertung, Bewertung und dass uns das nicht in die Liebe bringt, diese Art des Umgangs, ja. Und ich war früher, um nochmal auf die Schule zurückzukommen, eigentlich immer, weil ich immer sehr gut in der Schule war. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass man da ein Problem mit dem System haben kann. Und da bin ich auch jetzt komplett anderer Meinung, ja, auch seitdem ich die Kinder habe.
Und dass gerade diese Bewertung in frühen Jahren, am liebsten führen sie ja schon irgendwie mit 5 Jahren Vorschule an mit dem Zensurensystem, dass das gerade diese Bewertung und dieser Vergleich und dieses Vergleichen so installiert und uns eher in die Trennung bringt, als dass wir Ja. kooperieren zusammen und was Gemeinsames erschaffen. Und das ist nicht das, was uns aufsteigen lässt, um es zu sagen, und unsere Energie bringt, in unsere Kreativität, in unseren Flow. Ja? Dass das wirklich bewusst ist, dass hier eine komplett initiierte Richtung ist, die uns nicht dient. Ja? Und das finde ich jetzt nochmal wichtig, so als Essenz heute, damit bewusst umzugehen und bewusst, auch wenn man es ist nicht so einfach, das abzustellen, finde ich, weil es ist so Nee. gewohnt, so krass gewohnt. Also es ist schwer, selbst wenn man jemand anders sagt, bewert mich nicht, bewerte ich schon wieder ihr Bewerten, oder, ne? Also wir hatten da letztes Mal telefoniert drüber. Also es ist wirklich eine krasse Herausforderung, aber es ist bedeutungsvoll, sehr bedeutungsvoll, dass wir diese Herausforderung uns stellen und bewusst den Schritt zurückgehen, ja, und zu gucken, um was geht es hier wirklich. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir aktuell haben, aus der Bewertung rauszugehen und sich wirklich jeden Tag alle Situationen, die einem begegnen, also mir begegnen immer ganz viele, wo ich auch merke, oh, Jeanette, jetzt hast du schon wieder bewertet. Und ob wir es jemals schaffen, nie wieder was zu bewerten, das sei dahingestellt. Und ich glaube, darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, wirklich sich auf den Weg zu machen, in diese Bewusstheit zu kommen, sich selbst zu beobachten und wirklich darauf zu achten, sich selbst nicht mehr zu bewerten und andere nicht mehr zu bewerten und auch Situationen. Und das, was du angesprochen hast gerade, das finde ich auch extrem wichtig, sich das auch bewusst zu machen, dass wir, das ist meine Generation, das ist deine und das sind alle, die nach uns kommen, die jetzt auch noch ganz klein sind. Wir sind programmiert worden, um in diese Spaltung, in diese Trennung, in diese Abspaltung auch von unserem Wesenskern, von unseren Seelenaufgaben, von unserer Spiritualität, von unserem göttlichen Kern oder der inneren Quelle oder wie auch immer du das nennen willst. Davon sind wir von klein auf konditioniert, uns davon zu trennen und das abzuspalten. Und das beginnt im Elternhaus, das geht in der Schule, Kindergarten, Schule. Das ist die Presse, das ist das Fernsehen, das ist die Werbung, die Mode. Es ist eigentlich wurscht, du kannst überall hingucken. Und es passiert überall das Gleiche und manchmal auch so stumpf offensichtlich, dass man eigentlich nur noch staunen kann. Manchmal ist es halt oder oft ist es halt auch wirklich so, so ganz subtil. Und das sind ja auch wirklich Fachleute. Es hat sich jetzt nicht einer ausgedacht, der keinen Plan hat, sondern das sind Psychologen zum Beispiel, die da dran sitzen. Die arbeiten auch mit Astrologen zusammen, um eben diese Programme auch gut zu platzieren. Und das ist auch mit ein Grund oder vielleicht auch der Hauptgrund, warum es so schwierig ist für uns, da wieder rauszukommen, weil es uns wirklich regelrecht erschafft worden ist. Und trotzdem sitzen wir jetzt hier und sprechen darüber und können eben auch wirklich Schritt für Schritt jeden Tag immer einen Schritt mehr das eben versuchen, wieder aufzulösen für uns. Und wenn wir immer weiter in unser Licht kommen und in dieses innere Strahlen kommen und wirklich immer mehr aus diesen Bewertungen aussteigen, wir sind ja auch die Vorbilder dann für andere und zeigen denen ja auch, dass es geht. Und wir bringen diese Energieerhöhung ja auch mit und können so eben andere Menschen auch mitnehmen. Und das finde ich auch wichtig, dass wir uns das auch wirklich jeden Tag sagen und das auch als Erfolg sehen. Denn Erfolg ist nichts, was jetzt unbedingt monetär ist oder ein neues Auto, neues Sofa oder irgendwie sonst was, sondern
kann eben auch sowas sein und ja, sich eben an diesen, wie soll ich das jetzt nennen, ja, spirituellen oder an der Größe des Herzens, an der Liebe, die wir wachsen lassen, wieder messen. Ja, und das ist nochmal echt wichtig, dass gerade das Herz und die Liebe und dieses universelle Bewusstsein, wir sind ja da auch miteinander verbunden, ja. Und wenn wir abwerten, schaffen wir einfach Grenzen zwischen uns. Ja. Und das ist halt total wichtig, dass einem das bewusst wird und dass dort auch bewusst, ja, diese Liebe eher kommt, dass man mit der Liebe schaut, was würde die Liebe sagen, ja. Und das kann man sich auf jeden Fall immer fragen, ne? Ja, Jeanette, hast du noch irgendwas auf dem Herzen, wo du jetzt noch so eine Eingebung hast, was wichtig ist? Also ich habe eigentlich alles, was ich so dachte, ich mit dir besprechen wollte heute. Ja, ich könnte jetzt schon noch einiges erzählen, aber können wir auch noch mal ein weiteres Video vielleicht machen. Und ich habe jetzt auch so das Wichtigste, glaube ich, habe ich auch Ja. gesagt. Und dann, ja, sage ich einfach nur noch mal danke für das Gespräch und danke an all die lieben Seelen da draußen, die jetzt bis zum Ende sogar geblieben sind. Und vielleicht, ja, wenn euch das nicht immer gleich perfekt gelingt, das nicht bewerten, dann denkt daran, dass das auch eine Selbstbewertung ist, wenn ihr vielleicht euch dafür verurteilt, und lasst das mal schön sein und klopft euch auf die Schulter und sagt, ja, hast du gut gemacht, hast du es wieder mal versucht, und dann versuchst du es einfach wieder. Und das ist wie Muskeltrainieren. Ja. Der Muskel wächst auch nicht über Nacht oder fällt vom Himmel, und dann machst du auf jeden Fall weiter. Und die Abstände, die werden immer kleiner. Und irgendwann bist du voll drauf und dann bist du halt auf der Spur. Ja, schön. Und schreibt einfach in die Kommentare rein, wenn ihr noch weitere Themen gut findet, Ja. Unterstützung. Und wir sind einfach dabei und treffen uns jetzt erstmal wöchentlich, weil da hat sich so viel angesammelt. Und also vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald, liebe Jeanette. Ja, tschüss. Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.